Hi, ich bin Philipp von Einfach besser golfen und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Zukunft alle kurzen Putts lochst. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und klick bitte auf die Glocke, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Also, heute zeige ich dir, wie du in Zukunft alle deine kurzen Putts lochen wirst. Und bevor ich dir die Technik zeige, die es hier bedarf, möchte ich, dass du Folgendes mit mir mitmachst. Schnapp dir einen Ball und versuch diesen Ball zum Loch hin zu rollen. Das heißt, du gehst her aus kurzer Distanz und versuchst den Putt hinzurollen, wie auch immer es dir am vernünftigsten erscheint. Für mich zumindest wäre es wahrscheinlich so. Und da kommen wir gleich zum springenden Punkt. Wenn ich jetzt den Ball zum Loch hinrolle, was wird passieren? Ich werde einfach zum Loch hinschauen. Denn mein Blick geht dorthin, wo ich eben den Ball spielen möchte. Und sehr, sehr viele Leute und Schüler von mir haben immer wieder das Problem, wenn sie am Putt stehen, versuchen sie, den Schlägerkopf zu kontrollieren, wie er weggeht, versuchen sie ganz genau zu schauen, wohin der Putterkopf zielt, anstatt dass sie einfach den Ball spielen. Was ist da der Nachteil? Einfach der, dass man anfängt, sich Gedanken zu machen und man bekommt so ein wenig Angst davor, den Ball zu treffen. Was ich da als beste Übung empfinde, um eben in Zukunft mehr kurze Putts zu lochen, ist die: Man geht her, richtet sich aus, hat den Blick am Ball, schaut, dass man richtig zielt und danach kommt eines, man schaut zum Loch hin. Der Blick bleibt am Loch und ich spiele den Putt. Und du wirst merken, dass du in Zukunft wesentlich entspannter deine kurzen Putts spielen wirst, weil du dir einfach keine Gedanken mehr darüber machst, wie du den Putter bewegst, wie du den Ball treffen könntest und, und. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dich bitten, geh raus und versuch gerade bei kurzen Putts ein paar Putts zu spielen, bei denen du dich richtig ausrichtest, den Putter zum Loch hin schauen lässt und danach den Blick zum Loch hinwendest und wirklich dort bleibst. Und du wirst merken, es wird dir keine Sorgen mehr bereiten, wie du den Ball triffst, wie du den Putter wegnimmst oder andere Dinge. Und dementsprechend wirst du den Putt sehr, sehr befreit spielen können und einfach viel, viel mehr Spaß bei kurzen Putts haben. Abschließend möchte ich mich wie immer wahnsinnig fürs Zuschauen bedanken und wünsche dir noch ein ganz schönes Spiel, einen schönen Tag. Ciao.